Eigentlich wollte ich den nächsten Drogenerfahrungsbericht erst in ein paar Wochen zur Droge Alert machen, aber zum Glück hatte ich dieses Wochenende einen Unfall, wegen dem ich Tramadol verschrieben bekommen habe und deshalb kann ich jetzt schon den nächsten Erfahrungsbericht machen. Hurra! Bevor ich loslege, möchte ich nochmal eine Warnung aussprechen, weil ich das zum Beispiel bei meinem Codein-Video nicht ausreichend gemacht habe. Tramadol ist ein Opioid, wie auch Heroin. Das ist also schon heftiges Zeug, wo man die Gefahren und das Abhängigkeitspotenzial nicht unterschätzen sollte. Wie es dazu kam, dass ich das verschrieben bekommen habe, ist vermutlich noch unterhaltsamer wie der eigentliche Erfahrungsbericht. Am Freitagabend drehte ich mit einem anderen YouTuber ein Infovideo zum Opioid Heroin. Und genau als ich dann von diesem Dreh mit dem Fahrrad nach Hause fuhr, baute ich einen Unfall, der zu einer Opioid-Verschreibung führte. Die Ironie des Schicksals. Und bevor hier irgendwelche dummen Kommentare kommen, ich war während der Fahrt komplett nüchtern. Es regnete nur eben verdammt stark und ich sah deswegen so gut wie gar nichts und dann bin ich mit ziemlich hoher Geschwindigkeit gegen ein Straßenschild gefahren. Fail-Clips von Ups, die Pannenshow waren mein größtes Vorbild bei diesem Sturz. Schaut nicht wie ich zu viel Ups, die Pannenshow, sonst passiert euch auch sowas. Die Schmerzen in meinem linken Arm waren dann so schlimm, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Am Morgen um 9 Uhr habe ich mir dann ein wenig Weed in meinen Vaporizer mischen lassen, um zu schauen, ob das vielleicht ein wenig hilft. Ich habe vor allem noch nie die schmerzstillende Wirkung der Hanfpflanze erlebt. Aber was ich auch interessant finde, oft höre ich, dass Leute die Schmerzen haben und dann... Oh shit! Oh shit, ich muss hier die Kamera abstellen. Vielleicht konnten euch die Schmerzlaute, die ihr von mir gerade gehört habt, nochmal verdeutlichen, wie schlimm die Schmerzen wirklich waren. Teilweise, wenn ich nur einen falschen Schritt gemacht habe, verursachte das heftiges Pain. Oh shit. Jetzt gibt es bestimmt ein paar Zuschauer, die sowas denken wie, ach, der hat doch bestimmt keine Ahnung, was Schmerzen sind. Als mir damals der Kopf abgehackt wurde, hat das deutlich mehr wehgetan. Guilty as charged. Das Weed brachte zwar viel zu wenig gegen den Schmerz, aber da Weed ja auch einen entspannenden Effekt hat, konnte ich deswegen immerhin ein paar Stunden schlafen. Nach dem Schlafen waren meine Schmerzen noch immer so schlimm, dass meine Freundin und ich zur Notaufnahme fuhren. Nach einer Stunde Wartezeit hat sich eine Ärztin das Ganze kurz angeschaut, mir einen Tramadol-Stammball gegeben und mich zum Röntgen weitergeschickt. Der Typ, der mich geröntgt hat, hat plötzlich während des Röntgens so ein Face gemacht. Ich so, was ist? Ist es schlimm? Ist es gebrochen oder was? Worauf er dann antwortete, nein, mir ist nur gerade was gekommen. Kann es sein, dass du einen YouTube-Kanal hast? Fand ich auf jeden Fall sehr nice und unterhaltsam, dass der mich kannte. Ja, so gut und toll sind meine Zuschauer, an einem Samstag in einem Krankenhaus arbeiten. Als ich dann im Wartezimmer nochmal auf meine endgültige Diagnose wartete, fing das Tramadol an zu wirken. Die Wirkung war wirklich sehr, sehr angenehm. Vor der Tramadol-Wirkung saß ich halt ungefähr so im Wartezimmer. Ah, wann komme ich endlich dran? Und mit der Tramadol-Wirkung bin ich so fröhlich das Wartezimmer auf und ab gegangen. Ich bin gerade in der Notaufnahme und die haben mir ein bisschen Tramadol jetzt gegeben und jetzt kann ich zum ersten Mal heute jetzt wieder lachen wegen den ganzen Schmerzen, also beziehungsweise grinsen und oh, das ist so richtig nice, entspannendes Zeug, oh, das ist gutes Zeug, Tramadol, so eine richtig geile Wärme und so kuschelig fühlt man sich, das ist einfach, hey, ich bin gut drauf. Vorher war es hier endheiß und vorher hat mich die Hitze voll genervt. Und jetzt denke ich mir so, ah, schön warm. Es gibt sehr viele Rauschaufnahmen, aber es lohnt sich nicht allzu sehr viel davon zu zeigen, weil ich mich da wirklich ziemlich normal verhalte. Ich verspürte eine sehr angenehme Wärme und fühlte mich richtig schön in Watte gepackt. So wie man es in Opioid-Erfahrungsberichten meistens formuliert. Wirklich in Watte gepackt zu sein, fühlt sich wahrscheinlich gar nicht so gut an. Vor allem gegen Anfang des Trips war ich auch sehr euphorisch. Eine leichte empathische Wirkung hatte ich sogar auch. Mir tat auf einmal meine Freundin extrem leid, dass sie die ganze Zeit mit mir im Wartezimmer warten musste. Ich fragte sie, ob sie gehen will. Aber auch später waren meine WhatsApp-Nachrichten an sie deutlich liebevoller als sonst. Ich hatte auch das Gefühl, dass die entspannende und beruhigende Wirkung dafür sorgte, dass ich weniger stotterte. Die Ärztin konnte mir dann letztendlich nicht sagen, was mit meinem Arm nicht stimmt und meinte, ich solle in einer Woche wiederkommen, wenn es bis dahin noch nicht besser ist. Ein bisschen besser ist es zum Glück schon. Yes! Ah! Ah! Doch nicht!
Anschließend bin ich noch zu einem YouTuber-Treffen in München. Dort konnte ich dann draußen ohne Jacke rumlaufen, obwohl es da eigentlich sehr kalt war, was den schmerzstillenden Effekt nochmal verdeutlicht. Ich empfand den Rausch wirklich sehr angenehm, aber ein paar negative Effekte hatte ich schon. Mein Mund wurde davon ziemlich trocken und die Trockenheit war eine unangenehmere Trockenheit, wie man es vom Weed-Rausch kennt. Außerdem hatte ich so eine Art komischen Druck in meinen Ohren, so wie ich es vorher noch nie hatte. Zwischendurch überkam mich dann auch so ein Gefühl der Müdigkeit. Ich habe jetzt gerade versucht, was zu lesen und da es war ein bisschen anstrengend. Dann wurde mir quasi kurz auch so, ich würde sagen, schwindelig, als ich das gelesen habe. Aber ansonsten alles top, Leute. Die positiven Effekte übertrafen aber die negativen bei weitem. Es ist richtig heftig, wie lange das Zeug wirkt. Um circa 18 Uhr habe ich das Zeug bekommen. Als ich um 1 Uhr in der Nacht mit meiner Freundin auf der Couch saß und die neue Workaholics-Folge schaute, merkte ich noch eindeutige Effekte. Es ist jetzt 1:30, ich spüre es auch noch eindeutig, extrem entspannt. Die Couch fühlte sich so richtig schön weich an und auch das Essen schmeckte leckerer. So um 2 oder 3 in der Nacht kam es dann noch zu einem sexuellen Akt. Die schmerzstillende Wirkung sorgte dafür, dass ich während des Akts deutlich weniger spürte, dafür hatte ich dann aber einen übertrieben langen Orgasmus. Obwohl mir die Ärztin Tramadol für länger verschrieben hat, habe ich es bereits am dritten Tag nicht mehr genommen, weil es da von den Schmerzen wieder einigermaßen zu ertragen war. Und Opioide, sei es Tramadol, Codein oder Heroin, echt nichts zum Spaßen sind. Oder beziehungsweise sind schon was zum Spaßen, aber ihr wisst, was ich sagen will. Sie sind sehr gefährlich und deswegen sollte man echt aufpassen. Es ist echt heftig, dass man viele solcher Opioide leichter verschreiben kann als Weed. Schreibt in die Kommentare, ob ich das Zeug nochmal in höherer Dosis testen soll. Das dürften wahrscheinlich nur an die 50 Milligramm gewesen sein, aber schon bei einer solchen Dosis hatte ich sehr lange und auch sehr schöne Effekte. Was sind eure Tramadol-Erfahrungen? Gebt diesem Video 5 Sterne und wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, irgendwie nervt es langsam, diesen Spruch zu sagen.